Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Ja, wir befinden uns in Gratwald und zwar bei den letzten Quests hier oben. Und zwar sind wir hier oben neben dem Rotfellhandelsposten bzw. dem Wegschrein dazu. Und da werden wir jetzt einmal starten. Eins möchte ich aber mal kurz noch vorweg schieben. Wir haben gerade sehr früh am Morgen und ich bin ein bisschen fertig. Das heißt, wenn ich mich ein bisschen verlesen sollte, dann nehmt mir das bitte nicht allzu krumm. Ich habe eine ziemlich kurze Nacht heute gehabt. Aber nicht eine von dieser kurzen Nachtsorten, sondern von dieser kurzen Nacht und irgendwie ist mein Gehirn noch nicht ganz wach Sorten. Deswegen entschuldigt bitte, wenn ich nicht alles so hundertprozentig lese. Durchsucht ruhig meine Bündel. Ihr werdet nichts finden. Dieser ist unschuldig. Sagt es ihr, Gobani. Ja, kann ich ihr gerne sagen, aber ob sie mir glaubt, weiß ich nicht. Gedankt sei den Monden. Wie ich euch gerade erklärte, hat der Dieb uns beinahe überrannt. Ihr habt ihn verfolgt. Bitte erzählt diesem netten Friedenshüter, was ihr gesehen habt. Ich bin immer noch steif von der letzten Nacht am Pranger. Wie, ich hab ihn verfolgt? Hallo? Hab ich irgendwas nicht mitbekommen oder so? Allerdings, Sunderschwanz, ich meine, das ist der, der in Kenasis Rast da war, also der auch mit seinen ganzen Tigern da war. Was ist hier los? Diese ehrenhafte und, wenn ich das so sagen darf, sehr schicke Wächterin hält mich für einen gewöhnlichen Zuckerdieb. Bitte helft mir, dieses Missverständnis aufzuklären. Ruhe, Gobani. Wenn ihr nichts Sinnvolles zu sagen habt, dann sagt lieber gar nichts. Wir werden sehen. Sicherlich lügt dieser Halunke. Ich habe ihn auf meinen eigenen zwei Beinen hierher gejagt. Er war nur für einen Schwanzschlag außer Sicht. Es ist so, wie er sagt. Der Dieb stolperte bei seiner Flucht in uns hinein. Ich habe ihn verfolgt. Also ich meine, das ist der, dem ich schon mal geholfen habe. Deswegen, ja, es ist so, wie er sagt. Der Dieb stolperte bei seiner Flucht in uns hinein. Ich habe ihn verfolgt. Eine sehr gute Geschichte. Ich weiß nicht, wie ein Scamp wie ihr an so gute Freunde kommt, Zunderschwanz. In welche Richtung war der Dieb unterwegs? Er hat sich mit genug Mondzucker aus dem Staub gemacht, um einen Mammut umzuhauen. Ich habe es nicht gesehen. Natürlich nicht. Und Jodes Streitwagen hat nicht die nötigen Befugnisse, um eine Untersuchung zu beginnen. Shandra wird darüber nicht glücklich sein. Vielen Dank für eure Wachsamkeit, Bürgerin. Jodes Streitwagen? Wir waren hier in Rotfeld in Frieden und sorgen für die Sicherheit der Händler auf ihrem Weg von und nach Eldenwurz. Den Großteil unserer Zeit verbringen wir damit, Diebe zu fangen. Was macht ihr mit ihnen? Wir geben zurück, was sie gestohlen haben und stellen sie an den Pranger, damit sie über ihre Missetaten nachdenken. Sie bleiben nicht lange in unserer Gewalt. Aber normalerweise lernen sie ihre Lektion, oder? Werden bessere Diebe. warum sind die Strafen nicht härter? Ganz ehrlich, Diebe sind gut fürs Geschäft. Sie halten die Märkte im Fluss und sorgen dafür, dass sich nicht zu viel Reichtum an einem Ort anhäuft. Bis vor kurzem hat sich Shandra lieber mit Dieben als mit Talmor-Bürokraten abgegeben. Bis vor kurzem? Der Ruf, dass man es mit Dieben nicht so eng sieht, zieht weitere Diebe an. Die neuen Diebe geben den Leuten nichts zurück. Sie verlassen die Stadt und nehmen all ihre gestohlenen Waren einfach mit. Das bringt keinem was. Shandra muss unter Umständen bald einschreiten. Shandra? Er führt die Rotfeld-Straßenhändler an. Jeder Händler, der durch Rotfeld kommt, zahlt ihnen ein kleines Entgelt, um hier Geschäfte machen zu dürfen. Sie erwarten im Gegenzug ein gewisses Maß an Schutz vor Dieben. Jodes Streitwagen sorgt in seinem Namen für Ordnung. Ich wollte gerade sagen, die sollte sich aber jetzt entfernen, wenn ich mit ihm spreche. Sunderschwanz. Ab Dank, dass ihr mitgespielt habt. Versteht ihr, Gobani? Das ist wahre Freundschaft.
nicht wie eine sabbernde Statue dazustehen, wenn euer einziger Freund wie ein Sack Weizen weggeschleppt wird. Habt ihr wirklich den Mondzucker gestohlen? Gestohlen? Ich schätze, so könnte man es sehen. Sagen wir einfach, ich habe den Markt umgangen. Meiner Meinung nach verlangte der Händler einen völlig inakzeptablen Preis. Und deshalb habe ich meinen eigenen dafür festgelegt. Und der war umsonst, ja? Ich glaube nicht, dass der Händler das auch so sehen würde. Worüber kann sich der Händler denn beschweren? Er hat einen vollen Bauch. Wenn sie nichts zu essen bekommen, werden Gobani und ihre Schwestern äußerst unleidig. Wenn der leere Mond nicht wäre, hätten sie mich bei meiner Ankunft in Rotfell mit Haut und Haar verschlungen. Der leere Mond? Manche nennen sie Diebe, aber das ist so ein unhöflicher Begriff. Die Arbeit des leeren Monds ist eher wohltätig. Sie besorgen Dinge für Leute, die sie sich nicht leisten können, ja? Hier, bringt diesen Marker zum verfallenen Tempel und schaut es euch selbst an. Also so eine Art Robin Hood in Tamriel. Was werdet ihr jetzt tun? Gobani und ich wissen, wenn wir nicht mehr willkommen sind, ja? Eine Nacht am Pranger mag nicht so schlimm sein, wie eine Pfote zu verlieren, aber trotzdem. Geht einfach zur Kuschelkapsel. Das ist mein Zuhause, da werdet ihr Essen finden. Das heißt eigentlich nicht, weil ich habe es nicht eingerichtet, aber so grundsätzlich sind dort alle willkommen. So, dann schauen wir mal hier. Guten Tag. Verzeiht, dass ich das sage, aber euch geht es offensichtlich gut. Was hat euch hierher geführt? Zunderschwanz hat mir dieses Siegel des leeren Mondes gegeben. Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch einen zu vergeben hatte. Entschuldigt, das sollte ich erklären. Unsere Agenten geben sie den Gebrechlichen, damit kein Zweifel an ihrer Bedürftigkeit entsteht, wenn sie sich hilfesuchend an uns wenden. Zunderschwanz war sehr freigebig mit seinen Markern. Zunderschwanz hat für euch gearbeitet? Wir dachten, es könnte nützlich sein, seine Senche-Tiger hier zu haben, für den Wachdienst und so. Aber wegen der Zuckersucht seiner Tiger und weil er Marker des leeren Mondes ausgibt, als ob es Bonbons wären, sind unsere Vorräte fast erschöpft. Gibt es etwas, womit ich helfen könnte? Könnt ihr einem reichen Mann die Münzen aus der Tasche ziehen, ohne dass eure Hand darin kleben bleibt? Dann sprecht mit Valir. Er ist oben. Er könnte etwas für euch haben. Manchmal kann ich das, ja. Das sind dann die Bedürftigen. Es läuft leider auch oft schief, deswegen möchte ich es nicht unbedingt drauf anlegen. Hat Fadi euch geschickt? Sie denkt, vielleicht könnt ihr für uns arbeiten? Wer seid ihr, dass ihr so wenig wisst, aber so viel bietet? Ich habe gehört, dass ihr denen hilft, denen das Glück weniger hold ist. Vielleicht schwindet euer Interesse, wenn ihr hört, was wir so tun. Ihr seid mit dem Prinzip von Besitz und Eigentum vertraut, ja? Ich habe etwas, es gehört mir. Ihr nehmt es, es gehört immer noch mir, ja? Warum? Weil ich es euch nicht gegeben habe. Nun, vielleicht. Und wenn ihr hungert und dann benutzt, was ihr genommen habt, um etwas in den Magen zu bekommen, ist es dann immer noch meins? Nein, was immer ihr auch gestohlen habt. Nahrung, Geld, um Nahrung zu kaufen, Seide, um sie gegen Nahrung zu tauschen. All das spielt keine Rolle, wenn es euch vor dem Tod bewahrt. Ihr seid ein Dieb. Glaubt ihr, dass wir für unser Brot arbeiten sollten? Ja. Aber viele können nicht arbeiten. Sie sind krank, verletzt oder schlicht zu hungrig. Der leere Mond gibt ihnen, was sie brauchen. Vielleicht ist es falsch, von uns zu stehlen. Aber wenn die Welt ein tugendhafterer Ort wäre, bräuchten wir es auch nicht zu tun. Da ist sogar bedingt ein wenig Wahrheit dran. Was halten die Händler von eurer Barmherzigkeit? Viele von ihnen wissen zu schätzen, was wir tun. Manchmal geht es auch einem Händler schlecht. Seine Waren sind minderwertig oder der Preis des Zuckers ist zu hoch. Dann braucht er uns auch, ja? Aber was ist mit euch?
Seid ihr immer noch daran interessiert, dem leeren Mond zu helfen? Ich werde euch helfen, so gut ich kann, aber ich werde nicht für euch stehlen. Natürlich, natürlich. Nun, ich hatte darauf gehofft, dass ihr mir bei einer eher delikaten Angelegenheit helfen könntet, die sich ergeben hat. Was stimmt nicht? Shanra, der Anführer der hiesigen Händler, hat gedroht, den Talmor zu Hilfe zu rufen. Das ist ein Problem. Judes Streitwagen weiß, dass wir einen wertvollen Dienst leisten. Der Talmor wird wahrscheinlich anderer Meinung sein. Wir müssen Shanra umstimmen. Schwebt euch da etwas Konkretes vor? Dieser Ort war nicht immer ein Handelsposten. Er wurde auf einem Grabmal errichtet, dessen zahlreiche Fallen es seit Generationen vor Eindringlingen geschützt haben. Wenn die Geschichten wahr sind, dann finden sich in ihm ungeahnte Reichtümer. Wir können sie benutzen, um Shanra zu überzeugen, Ruhe zu geben. Wie kommen wir hinein? Da liegt das Problem, ja? Der einzige Eingang zum Grabmal liegt in Jodes Halle. Und dort wimmelt es von Wachen. Wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten, um in das Grabmal zu gelangen. Was soll ich tun? Geht zu Jodes Halle und sprecht mit Tulira. Wenn ich mich nicht irre, ist sie über die Entscheidung von Shanra genauso unglücklich wie ich. Sobald ihr drinnen seid, solltet ihr alle Schätze bergen, die ihr findet, und sie hier zu mir zurückbringen. Ich werde es tun. Vielen Dank, meine Freundin. Auch wenn schon viele versucht haben, den Spießrutenlauf aus Fallen zu überwinden, ist doch nie einer zurückgekehrt, um davon zu berichten. Es liegen viele Gefahren vor euch. Seid vorsichtig. Warum glaubt ihr, dass Tulira uns helfen wird? Wenn Shanra den Talmor zu Hilfe ruft, dann ist Schluss mit Jodes Streitwagen. Sie werden überflüssig sein. Außerdem hat Jodes Streitwagen immer respektiert, was wir tun. Auch wenn sie uns von Zeit zu Zeit festnehmen. Ja, das hat sich auch so angehört bei der einen. Okay, da hinten muss man mit jemandem. Ich bin froh, dass ihr diese Angelegenheit mit dem Bluthund ein Ende bereitet habt. Alle Bossmaschinen. Habt ihr schon gehört, dass Rajins Umhang in der Falinesti-Winterstätte entdeckt worden ist? Ja, ich hab ihn selber entdeckt. Sie wartet. Darauf kann General Endara aber stolz sein. Es tut mir leid, dass wir nicht lange plaudern können. Ich warte auf jemanden. Valia hat mich entsandt, um euch zu treffen. Wirklich? Dann müsst ihr der Neuankömmling sein, von dem alle sprechen. Beeindruckende Arbeit. Sagt mir, habt ihr die Wahrheit über Zunderschwanz gesagt oder wolltet ihr nur einen eurer Kameraden decken? Ja, also wenn ich jetzt lüge, dann hat sie ja noch von nichts gehört, ne? Vielleicht antwortet sie dann so nach dem Motto, ja, bleib bei der Geschichte oder sowas. Ja, ich sag mal, ich wollte ihn nur decken. Ich denk mal nicht, dass sie jetzt hinterherläuft, weil er ist sowieso abgehauen und so. Ich wollte ihn nur decken. Das dachte ich mir. Auch wenn ich überrascht bin, dass ihr das zugibt. Eine ehrliche Diebin. Sei's drum. Verratet mir eines. Warum seid ihr gekommen? Valia möchte, dass ich das Grabmal betrete. Ist er verrückt? Warum würde er so etwas fordern wollen? Er kennt die Gefahren. Er glaubt, er wäre der einzige. Das wäre der einzige Weg, um die Meinung von Shanra über den Talmor zu ändern. Ja, ich verstehe. Der Schatz von Anabi könnte sicherlich sehr überzeugend sein. Es könnte unsere einzige Chance sein, um den Talmor aus unseren Angelegenheiten herauszuhalten. Ich werde euch den Schlüssel geben. Aber seid bitte vorsichtig. Ich will nicht, dass euer Blut an meinen Händen klebt.
Wie vielen Leuten hat sie das schon gesagt? Okay. Unke, lass dich nicht aufspießen. Wo ist die Mechanik hier? Da ist sie. Mal ein bisschen größer stellen. Oh, das ist schön. Hier kann man wieder was einsammeln. Das machen wir dann doch auch direkt mal. Wo muss ich überhaupt hin? Moment. Ich habe die Karte so komisch. So, wir müssen darum. Dann ist nichts, was wir einsammeln müssen. So, ihr werdet doch jetzt bestimmt. Ich wusste es. Bestimmt aufstehen, wollte ich gerade sagen. Jetzt meine Funke in Ruhe. Jetzt ist der nicht wirklich zu weit, als dass ich den einsammeln kann. So. Jetzt kommt noch ein Rätsel. Schließt ein Tanz. Mondschein. Anabi blickte empor in den Nachthimmel. Mondschein erfüllte ihre Augen und sie wusste, was zu tun war. Viele Monate überlebte sie und sprang über Hügel, dann über Täler, dann Berggipfel. Dann konnte sie nicht mehr höher springen und flog beinahe. Als sie ins Reich des Vergessens stolperte, schien alles verloren. Aber die Zwillinge sahen sie und fingen sie in ihren Armen auf. Wenn ich jetzt wüsste, was jetzt genau da drauf ist. Anabi nahm das Licht von Juno und Jode und sprang wieder nach Nörn. Heißt das nach Norden oder heißt das? Die Monde sahen, was sie genommen hatte und folgten ihr, wobei sie in einer Spirale über den Himmel tanzten. Gerade als es schien, dass sie sie erwischen könnten, prallten sie zusammen und bewegten sich nicht mehr. Als sie sah, wie die Zwillinge ineinander verheddert waren, nahm Anabi auch noch das Licht von Jode. Aber da ist nur eine Sache, wo ich hin muss, oder? Gerade wollte sie wieder gehen, als sie von den Monden angegriffen wurde. Anabi flehte sie an, sie nach Quinknur zurückzubringen, denn das war das Land ihrer Geburt. Unter der Bedingung, dass sie nie mehr versuchen würde, ihnen das Licht zu stehlen, brachten die Monde sie in ihre Heimat zurück. Seit dieser Zeit ist die Stirn von Anabi mit finsteren Sternenstaub bedeckt, als Erinnerung an ihren Schwur. Niemals mehr die Sterne zu besuchen. Oh mein Gott. Also ich bin Anabi. Das heißt, ich bin die Helle hier. Ach so, stimmt, das sind zwei Kisten. Aber, also die dürfen die nicht kaputt machen. So viel habe ich verstanden, aber das war's dann auch. Empor in den Nachthimmel, das ist wohl geradeaus. Sprang über Hügel, dann über Täler. Dann Berggipfel. Dann konnte sie nicht mehr höher springen. Hügel, Täler, Berggipfel. Und flog beinahe. Oh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich denke, ich muss erstmal nach vorne. Ich glaube, ich muss nach da oben, aber ich probiere mal, ob der jetzt direkt auf mich zustürmt, wenn ich hier stehe. Dann kommen die eins näher. Der kann aber nicht schräg, oder? Weil der steht so schräg da hinten. Geh ich mal eins nach oben. Ja, da hat er mich dann. Oder da haben mich beide. Okay, also, so wie ich es verstehe, kommen die erst das erste Mal, wenn ich... Wenn ich was aktiviere, ja? Weil
gehen kann ich ja normal, sag ich mal. Das Problem ist, der würde dann auf mich zukommen. Ich probiere es mal erst mit dem hier. So, und dann müssten die jetzt aktiviert werden. Und die gehen auch schräg, ja. Wieso darf ich eigentlich nicht schräg gehen? Das ist nicht richtig, das weiß ich jetzt. Ach, die gehen aufs Gleiche. Oh. Oh. Ach so, wenn die aufs Gleiche gehen. Jetzt greift er mich aber an. Jetzt geht er doch dahin. Ich muss ja auch noch wieder heil zurückkommen, oder nicht? Aber wieso geht der nicht dahin, wo der mir den Weg abschneidet? Naja, aber es hat funktioniert. Ich dachte, der darf mich auch am Ende nicht erwischen, aber es hat auf jeden Fall funktioniert. Also, ihr habt ja gesehen, was ich gemacht habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, erst zwei hochgegangen, dann bin ich nach hier gegangen. Dann bin ich, meine ich, eins hochgegangen. Dahin, dahin und dann, glaube ich, dahin oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ihr habt es ja gerade gesehen. Achso, da darf ich gar nicht rum. Dann gehen wir hier rum. Jetzt zur Oberfläche zurück. Sie sind zu einem Treffen mit Shanra gegangen. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr sie vielleicht noch ein. Ihr habt ihn, ja? Den Schatz. Ah, ja, das ist die Stimme von der aus dem südlichen Elsweier. Ich glaube, im nördlichen war sie auch dabei. Wer seid ihr? Hallo? Ich arbeite auf eigene Rechnung. Nicht, dass das weiter wichtig wäre. Könntet ihr das ausführen? Nicht wirklich. Nun gut. Dann gehen wir mal in die Richtung hier. Ira und Valir arbeiten zusammen? Punabi, hättet ihr gedacht, dass wir das noch erleben? Nein, Shanra. Und schon lächelt. Eine so vielversprechende Allianz kann doch nur gut sein. Weise Worte, Shanra. Wie schmeichelhaft. Erzählt, warum hat ihr mich hierher gerufen? Wir haben ein Geschenk für euch, Shanra. Um unsere Zuneigung zu zeigen und unsere Freundschaft zu festigen. Und ich glaube, es ist gerade angekommen. Meine Freundin, wenn ihr so gut wärt. Ja, Shanra ist geehrt. Sagt mir, was habt ihr mitgebracht? Gewürze? Edelsteine vielleicht? Wir händigen Ihnen den Schatz von Anabi aus. Ah, woher habt ihr nur diesen wunderbaren Edelstein? Aus dem Grabmal von Anabi. Den Legenden zufolge wurde hier Yone von einem Lichtblitz getroffen. Nur für eine einzige Sekunde wandte sie sich von Traurigkeit übermannt von ihrem Zwilling ab und vergoss eine einzelne Träne. Yone wischte sie ihr von der Wange und sie fiel hinab in die Wüste darunter. Yones Träne. Was für ein wunderschöner Edelstein. Ist das wahr? Natürlich nicht. Das ist nur eine schön ausgeschmückte Geschichte. Dieses Juwel wurde von Azessas, dem größten Juwelier der ersten Ära, aus einem Varla-Stein geschnitten. Aber trotzdem schön, oder? Und man wird einen guten Preis dafür bekommen. Ihr erweist euren Freunden alle Ehre. Ein solcher Preis verdient eine angemessene Belohnung. Was könnte das sein? Ich dachte, euch würde vielleicht etwas vorschweben, da ihr ja all die Mühen auf euch genommen habt, um dieses kostbare Juwel zu erringen. Nennt mir euren Preis. Ich möchte natürlich Gold und Ruhm. Die anderen sind mir scheißegal. Gebt mir das Geld. Nein, ruft nicht den Talmor herbei. Lasst den leeren Mond seine Arbeit in Rotfell fortsetzen. Ah, gerissen und treu. Eine seltene Kombination. Wohlan denn? Ich ziehe es ohnehin vor, dass mir der Talmor nicht über die Schulter schaut.
Stattdessen werden wir in Jodes Streitwagen investieren. Unsere Schatztruhen müssen schließlich immer noch bewacht werden, ja? Wenn einer von euch jetzt zuschaut und mal die andere Option gewählt hat, dann und euch noch dran erinnert natürlich, dann schreibt mir bitte gerne in die Kommentare, was passiert, wenn man die andere Option nimmt. Kann man trotzdem vielleicht noch mit ihm reden und sagen, aber er soll den Talmud nicht rufen? Oder kann man dann gar nichts mehr aussuchen? Man bekommt einfach das Geld und die sind halt alle am Arsch hier. Das würde mich echt mal interessieren. Was meint ihr? So wie der leere Mond derzeit zunimmt, ist es nur richtig, dass wir die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir werden beträchtliches Kapital darin investieren, unsere hochverehrten Beschützer weiterhin zu unterstützen. Sonst finden wir uns am Ende noch selbst in einer der berühmten Schlangen von Valeria wieder. Nein? Nun gut. Meine gute Freundin, ihr habt so viel für uns getan und so wenig im Gegenzug verlangt. Wenn all meine Agenten so talentiert und selbstlos wären, könnten wir unseren Dienst der ganzen Welt anbieten. Freut mich, dass ich zu Diensten sein konnte. Da Shanra nun besänftigt wurde, werden wir weiterhin das tun, was wir am besten können. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Jodes Streitwagen versuchen wird, uns aufzuhalten, werden sie uns doch niemals ganz ausmerzen, ja? Vielen Dank, meine Freundin. Ohne eure Hilfe wären wir nicht hier. Und wir haben einen passgenauen mittleren Kopf erhalten vom Laufstil des, also vom Set-Laufstil des Waldläufers. Helft mir, ich bin verzweifelt. Ja, und da waren sie auch schon wieder weg. Dann würde ich sagen, wenn alle sich schon wieder auf ihre Posten begeben, dass wir das auch tun und uns aufmachen zur nächsten Quest, die irgendwo hier oben in Gradwald noch sein wird. Ich werde dort mal hinlaufen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge dort wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Sag mal, geht es noch? Das war aber unhöflich hier. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.